Jetzt ist schon Oktober und wir haben noch immer nicht den Wein ausgesucht, den wir zu Weihnachten trinken werden. Aber Majestät, das kann ja kein Problem sein. Wir haben jede Menge Preziosen im Weinkeller. Zum Beispiel den Chateau Lafite aus 1953 oder aber den Motor Rothschild. Sie mit dem alten Klumper, Dimas Seifenstein. Wir wollen einen frischen Wein. Ja? Etwas Neues, was Dings, nicht? Zu Befehl, Majestät. Eine Bewerbung als KK-Hoflieferant, der Jungwinzer Thomas Muster. Er hat Angst vor dem Aufschlag. Muster, es freut uns wahnsinnig, dass er da ist. Ganz meinerseits. Ja, das ist richtig, na klar, natürlich. Ne? Dass er sich freut. Ne? Wie geht's ihm denn, Muster? Ja, etwas durchwachsen, aber sag jetzt mal, die Weinernte schaut gut aus. Ja. Ja, also wir sind bester Hoffnung. Seifenstein? Weißt du? Wir wollen, dass er sich wie zu Hause fühlt. Na gut. Was sagen Sie dafür? Nicht so zu Hause. Okay, na gut. Zu Befehl, Majestät. Vormärz. Wir haben nämlich gehört, dass er auf Sand am besten ist. Ja, schon viel besser, Seifenstein. Also. Kurze Zwischenfrage, Ihre Majestät, Roland Garros, oder? Ja, das wissen wir nicht, wo wir den her haben. Wahrscheinlich aus Katzenkistel von uns, oder? Der wird's noch ein paar Minuten riechen. Sekunden. Oder war er das? Na, ja, die Beine unschuld. Ein bisschen angucken, ne? Dann kann schon sein, dass du was. Also, er ist gerade bei der Weinlese. Ja. Mit so guter Jager? Ja, schaut gut aus. Also Sonne war okay. Ja. Wasser war okay heuer. Also sieht recht gut aus. Ja. Wir sind voller Freude bei der Ernte. Und was für Rebsorten hat er da? Ja, wir hätten dem Hof anzubieten Sauvignon, Weißburgunder oder Muscatella. Ja. Ja. Ist das zu wenig? Naja, wir hätten uns schon ein bisschen was erwartet. Gibt ein bisschen mehr Sorten, nicht? Aber nicht von Kittenberg, der bekanntlich eine sehr, sehr gute Lage ist. Na, aufschütten lassen ein bisschen. Mit eurer Hilfe, Majestät, ist alles möglich. Also. Schau. Mm. Ja, wir wissen, warum wir ihn so mögen. Ja, wir haben damals fast jedes Spiel von ihm gesehen. Wir haben es alles aufzeichnen lassen. Und Seifenstein, zeigen Sie her, wir haben einen Ausschnitt vorbereitet. Hey, Majestät, Hofbildstelle. Respekt. Hätte man das Bild weggelassen, hätte man was anderes auch vermuten können, nicht? Also. Naja, wenn man bedenkt, was er dann in der Garderobe gemacht hat. Naja. Wieso haben Sie uns nicht erzählt, dass er im Nebenjob auch Synchronsprecher war? Ja, aber so produziert man auch gute Nachwuchs oder gute Nachwuchsarbeit. Ja. Zum Beispiel. Nachwuchs, zweites ist unterwegs jetzt. Ja. Wann kommt es? Jede Stunde quasi. Wirklich? Ja. Ja, wo hat er das gemacht? Auf Sand, auf Gras? In Australien geht es am besten. Wirklich? Ja. Sonnenschein und der Palmen. Ja, schon natürlich. Ja, da darf man nicht hinfahren.
Und war das auf natürlichem Wege oder war es ein Samenraub, wie bei euch? Ich habe keine Besenkammer gefunden. Er macht jetzt den Wein, das ist ja neu, dass er den jetzt macht, oder? Das macht er erst seit kurzem. Na, einige Jahre jetzt, aber. Wirklich? Aber zusammen mit dem Manfred Dement. Aber jetzt erst mit dem Dement, oder hat der das früher auch schon gemacht? Nein, wir haben das seit Beginn, also. Wirklich? Meiner Hofübernahme quasi mit dem Kauf des Grundstücks vor ein paar Jahren. Er ist ein Tennisfan und so haben wir uns irgendwie. Und auch er ist ein Weinfan? Hm? Ja. Und so haben wir uns dann gespielt, quasi die Synergien hier genützt. Und, ja, es wird alles immer deutlicher. Ich trinke ihn gern. Also ja. Sonnenbrillen macht er auch und Gewand macht er auch. Und ja, man versucht also einiges im Leben. Ne? Aber Tennis war natürlich mein Hauptberuf und jetzt habe ich halt auch versucht, nach meiner Karriere etwas Produktives und Tolles zu machen. Aber hat er genug verdient beim Tennis? Was hat er denn verdient beim Tennisspielen? Majestät, es wird kolportiert, dass Herr Muster mehr als 12 Millionen US-Dollar an Preisgeld gewonnen hat, ganz abgesehen von den zahlreichen Werbeverträgen. Aber wie wir Majestät wissen, ist der Dollar ja nicht besonders gut im Moment. Oh. So ein armer Jungwinzer. Nur 12 Millionen Preisgeld. Oh. Und die Werbeverträge waren sicher auch nur 20 Millionen. Oh. Es tut gut. Was, wenn normalerweise einer kommen die Menschen und sagen, der ist eh so reich, dem kann man eh was wegnehmen. Wirklich? Ja. Was ja gar nicht stimmt, weil es gibt ja eigentlich in Österreich Menschen, die man gar nicht so kennt und recht oder viel mehr besitzen. Also das naja. Ist schon so. Ja, wir haben uns immer gesagt, wir schauen dem Muster so gern zu, wir möchten einen Millionär schwitzen sehen bei der Arbeit. Und wenn er dann noch so schreit, ne? Jeden Dollar verdient. Ne? Das klingt auch besser, ja. Wenn man ein bisschen stöhnt und schreit. Warum macht er denn das immer? Also hart gemacht. Atemtechnik. Sieht das seine Frau auch so? Könnte sein. Die Nachbarn haben es nicht so gern, aber sonst. Ja, hat er jetzt Haus gebaut? Ist er schon fertig? Wir sind so in den letzten Wochen der Fertigstellung. Ja, vielleicht noch einen Schallschutz aufstellen lassen. Ne? Jetzt trinken wir mal seinen Wein. Ne? Seifenstein? Vielen Majestät, vormärz, Biedermeier. Eure Majestät trauen sich? Na sicher. Wenn das der Dement macht, dann kann nichts schief gehen. Und offensichtlich ist er bei der Weinlese nicht dabei. Er hat Zeit, zu uns zu kommen, während alle anderen Winzer hakeln. Also wird der Dement schon bluten, gell? Ja. Haben Sie selber schon was getrunken von dem? Hallo. Stöhnen beim Einschenken das nächste Mal. Ja. 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 Auf unser Wohl, nicht? Also unser Wohl und er darf auch. Okay. Ja. Ja, das riecht ein bisschen nach einem. Ein bisschen australisch riecht es. Eure Majestät, verwechseln, dort wurde das Kind gezeugt. Der Wein ist von Kittenberg. Nein, 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 es riecht ein bisschen wie die Socken von einem Tennisspieler, der gerade 5 Sätze in Australien hat. Okay, okay, okay. Mund, oder? Spitzenwein, aber für ein romantisches Dinner ist das nichts. Sollten wir Kerzen holen? Nein, aber wenn wir sagen. Ah! Na ja. Ich wollte schon lange sagen, dass du sympathisch bist. Ah! Das könnte vielleicht ein bisschen zu offensiv rüberkommen. Vielleicht als Dessert. Als Dessert. Als Dessertwein. Kurz davor quasi. Oder mittendrin. Mittendrin, was okay, besser. Okay, ja, gut, okay.
Darf ich dann? Ernennen wir ihn zum Hoflieferanten. Also. Zu Befehl, Majestät. Vormärz. Er kriegt jetzt die Insignien seiner neuen Position von uns überreicht. Darf ich mich erheben aus dem Sande, wo immer er ist? Ja. Wir sind uns jetzt nicht sicher, ob wir ihm den nicht sicherheitshalber da irgendwo. Damit er nicht verliert, ne? Ja. Na, machen wir das so. Na, herzeigen! Er soll's herzeigen. Na ja, bitte, dann. Na, nicht da draußen. Na ja, okay. Also. Na, steht.